Ich grüße euch. Erstmal frohes neues Jahr wünsche ich allen und ich mache ein Video heute mal von einem Tim Burton-Film 1996 und zwar Mars Attack. Der Film ist in meinen Augen genial. Was wenige wissen, der Film basiert auf einer Topps-Kartenreihe, Topps-Trump-Karten, kennt ihr bestimmt jeder, gibt es von DC, habe ich Video drüber gemacht, über DC-Karten und so. Und es war 1962, da gab es dann Karten davon, von diesem Film, also die Film, sondern eine Kartenreihe, daraus ist ein Film gemacht worden von Tim Burton. Aber der Film parodiert die ganzen Science-Fiction-Filme aus den 50er, 60er Jahre, die einfach nur im Nachhinein grottig sind. Also grottig gut sind, nicht grottig schlecht, sondern grottig gut sind, würde ich sagen. So Krieg der Welten, Invasion vom Mars und die ganzen anderen Filme, die es gibt und so damals. Also der Film ist eine Parodie, eine Komödie, würde ich sagen, Horrorkomödie, weil das ist ein bisschen eklig, brutal, aber nicht so richtig brutal, ist eher eine Komödie, weil es nicht ernst genommen werden kann. Das ist in dem Film halt so, dass die Aliens Waffen haben. Wenn sie auf die Menschen schießen, werden die Menschen alles pulverisiert, das heißt, die lösen sich auf, das Skelett bleibt über und dann zerfallen sie zu Staub. Das ist irgendwie ein bisschen eklig. Die haben grüne und rote Laserstrahlen. Die Aliens sind jetzt lustig gemacht, finde ich. Also der Film ist einfach eine reine Komödie, würde ich sagen, Horrorkomödie. Der ist sehr lustig und vor allem, was den Film sehr ausmacht, ist die Starbesetzung. Da spielen echt hammermäßige Schauspieler mit. Damals die Stars der 90er Jahre, kann man sagen. Was überlege ich gerade? Ja, wenn du, jetzt fällt mir gerade dein Name ein. Michael J. Fox spielt da mit, Danny DeVito, Pierce Brosnan, Glenn Close, wer ist denn noch? Jack Nicholson natürlich, der war damals mit erfolgreich gewesen, damals in den 90er Jahren und so. Also, da spielen echt viele, sogar Tony Curtis, der Sänger, spielt in dem Film mit, spielt sich selber, ist auch lustig. Also, der Film hat sehr viel Humor. Gut Effekte, teilweise extra grottig gemacht, teilweise. Also ist halt lustig gemacht, finde ich, der Film. Und die, würde ich sagen, der Film hat mich begeistert. Ich finde, der Film ist zeitlos, ist zwar jetzt schon mittlerweile älter, hat keinen Staub angesetzt, weil der Film auch noch eine Parodie ist. Und der Film ist einfach nur lustig gemacht, finde ich. Sehr viele Gags drin. Das ist auf die Schippe genommen, kann man sagen. Also, das ist irgendwie die Story. Geht darum, dass die Aliens dann die Erde angreifen. Und die verarschen die Menschen ein bisschen. Machen sie auch friedlich. Wir wollen irgendwie Menschen verhandeln und so. Und dann schießen die einfach von grundlos da eine Taubenpflicht darum. Schießen die Taube ab, den ganzen Menschen da ab. Und dann später nur sie waren versehen gewesen, weil sie wieder ankommen, mit dem Präsidenten sprechen. Bringen sie Präsidenten auch noch um später und so. Das ist sehr lustig gemacht, der Film. Und wie gesagt, das sind mehrere Storys in sich, das ist so eine Familie, so eine Bauernfamilie, irgendwie so, sag mal so Südstaaten, Waffenfanatiker, die da Waffen haben, der Sohn ist beim Militär, der wird auch umgebracht, kann im Fernsehen sehen. Und die Eltern haben da einen Sohn, der ein bisschen anders drauf halt. Und der ist halt das Gegenteil der Familie und er ist am Ende der Held, kann man sagen, weil er durch seine Oma einen Trick gefunden hat, wie die Aliens getötet werden können. In den Originalfilmen Krieg der Welten war es ja gewesen, dass die Aliens durch ein Virus geschwächt worden sind und gestorben sind, weil die keine Immunsystem-Abwehrstoffe gegen diesen Virus hatten und dadurch ausgerottet sind. Und in dem Film ist es halt anders. Die haben also so einen komischen Lied gemacht, so ein Jodelmusik da irgendwie, so eine Tonfrequenz. Und wenn die hören, zerspringen die Gehirne von denen. Das ist auch lustig gemacht, finde ich, ehrlich gesagt. Also der Film ist echt lustig. Vor allem, wie gesagt, der Film kann man nicht richtig ernst nehmen, weil zum Beispiel haben die Aliens sich als Frau verkleidet, dass es ein Alien ist, der verkleidet ist und die ganze Frau, wie die da rumläuft, wie die geht und so, die Maske, die Mimik und kann man sehen, dass es ein Alien ist, das ist irgendwie sehr lustig gemacht. Mich haben vor allem die ganzen Stars da begeistert. Das ist ein Film. Also, wenn man jetzt überlegt, was der Film gekostet haben könnte, theoretisch, weil die ganze Starbesetzung, da haben echt die ganzen Stars 90er Jahre mitgespielt in dem Film. Ich glaube auch zum Gefallen von Tim Burton, würde ich mal sagen, weil das sind echt hammermächtige Stars. Wenn man die Liste guckt von dem Film, Hammer, 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 die ganzen Superstars dabei gewesen. Also, der Film ist ein Film, den man gucken müsste und ich finde, der hat 12 von 10 Sterne. Es ist ein reiner Tim Burton-Film, würde ich mal sagen. Tim Burton konnte machen, er war Regisseur gewesen, Produzent gewesen, er konnte sich austoben und konnte das machen, was er auch bei Batman Returns gemacht hat. Gemacht hat. Ein rein Tim Burton-Film. Der erste Batman war ja, würde ich sagen, mal ein Batman-Film mit Tim Burton als Regisseur, aber auch die, der hat ein bisschen mehr zu sagen, aber auch ein paar was noch ein bisschen mehr, aber bei Batman's Return hat er freie Hand gehabt und bei Mars Attack, würde ich sagen, hatte freie Hand gehabt, den Film zu machen. Das ist ein reiner Tim Burton-Meisterwerk, würde ich mal sagen. Ich mag Tim Burton, wie gesagt, ich bin Tim Burton-Film, ich mag die Filme von ihm total, fast alle schon gesehen von dem, kann man sagen. Wednesday mag ich einfach nicht, die ist unsympathische Schauspielerin, die ist einfach nur eine Kotztüte hoch. Drei ist meine Meinung zu der. Ich hätte es besser gefunden, wenn Tim Burton eine Batman-Serie gemacht hätte, als diese komische Wednesday-Scheiße da. Wohl, ich mag Addams Family finde ich gut. Die Charaktere mag ich auch, die Serie mag ich, die alte Serie, die Filme mag ich auch. Da spielt ja auch Tim Curry mit in den dritten Film, glaube ich, davon. Der erste Film war auch gut gewesen, die ersten beiden Filme. Also die Filme mag ich auch. Ich mag Addams Family, aber Wednesday mag ich gar nicht. Wednesday ist irgendwie, weiß ich nicht, so kommerzielle, aufgelegte Scheiße einfach. Nur weil, da gucken die Leute nur, weil die gesagt haben, guckst du Wednesday und so. Das ist in meiner Meinung keine gute Serie. Das ist einfach nur albern und blöd gemacht, finde ich. Ich verstehe den Boom daran ehrlich gesagt nicht. Ist auch von Tim Burton, aber mir gefällt das absolut nicht.
Hätte man eine andere Schauspielerin genommen, die ein bisschen glaubhaft ist, nicht, nicht so unsympathisch rüberkommt, wäre es vielleicht was geworden. Aber so ist der Film für mich, Wednesday, nicht so toll geworden. Aber es geht ja um Mars Attack, und Mars Attack, der Film ist toll gewesen. Ein super Tim Burton-Film. Von mir 12 von 10 Sterne. Also einen schönen Tag noch, bis bald. Ciao.